So, und lange Rede, kurzer Sinn, wir machen weiter mit Game Deck. Ich freue mich jetzt schon auf die Episode Nummer 3. Ja, mal sehen, was noch so passiert. Als kurze Rückinfo, wir waren ja in Harvest Time. Und da waren wir auch noch nicht fertig. So, wir gehen auf Laden, unser Spiel. Und go. Trinken steht da, viel zu lesen. Ihr kennt das ja. Es gab keinen erneuten Patch, so müssen wir mal schauen. So. Was haben wir denn zu tun? Wir müssen noch Outlaw in High Rock finden. Das ist ausgegraut. Den Geist fangen. Einiges zu tun. Der Patch lässt noch ein bisschen auf sich warten mit der Lokalisierung. Aber gut. Ich habe doch gar keine Ahnung, wo wir hingehen. Wir gehen jetzt einfach überall nochmal hin. Komm näher, alles steht zum Verkauf. Wir fragen mal nach dem Sheriff. Was denkst du über den Sheriff, Betty? Ach, das war das, was alle hier in High Rock denken. Er ist ein verlässlicher und hilfsbereiter Spieler. Hast du als Neuling schon eine Meinung? Wir könnten ja mal anzweifeln, dass der so toll ist, weil, weiß nicht, einfach mal gucken. Ein guter Ruf macht mich immer misstrauisch. Richtig so, man sollte sich immer selbst überzeugen. Und frag mal, was sie im Realium macht. Magst du mir etwas über dein Leben im Realium erzählen? Sicher, das ist kein Geheimnis. Ich arbeite für das Innenministerium und bin mit der Entwicklung neuer Feiertage beauftragt. Das ist ja ein geiler Job. Das sollten wir bei uns auch einführen. Das heißt, du bist jetzt gerade bei der Arbeit, du liegst irgendwo im Ministerium auf einer Liege? Das ist richtig, Schätzchen. Wir haben hier viel Freizeit. Derzeit arbeiten wir am Tag des Nachbarn. Okay, dann fragen wir mal nach dem Tag des Nachbarn. Der Tag des Nachbarn klingt interessant. Wir sprechen hier vom Realium, nicht von irgendeinem Event im Spiel, richtig? Ja, genau. Feiertage und Events sind im Realium genauso wichtig wie in Spielen. Das stimmt. Ich meine, ihr kennt das ja selber, wenn man sich schon freut, wann ist der nächste Feiertag. Unser nächster Feiertag ist ja dann der 3. Oktober, der glücklicherweise an einem Sonntag stattfindet, was natürlich alle freut. Wäre das jetzt ein Freitag gewesen, hätten wieder einige am Donnerstag schon Urlaub gemacht oder am Montag noch Urlaub gemacht oder Donnerstag und Montag Urlaub gehabt. Aber so sind wir ja mit einem Sonntag begnügt worden. Dieser neue Feiertag soll der häufigsten Ursache von Depressionen und im Freien vorbeugen, Einsamkeit. Wir wollen, dass sich Menschen mit Snacks auf öffentlichen Plätzen treffen, wo dann Animateure mit einfachen Fragen den Smalltalk anregen. Wollen wir das jetzt kritisieren oder loben? Ich wüsste nicht, was man da kritisieren kann, deswegen interessiert mich das, also kritisieren wir mal. Klingt etwas forciert. Glaubst du wirklich, dass die Leute da mitmachen würden? Ihr verschwendet nur Steuergelder. Das stimmt, Schätzchen. Meine Arbeit ist im Grunde albern, aber immerhin kann ich viel Harvest Time spielen. Also sie glaubt auch selber nicht an das, was sie macht. Okay, wir fangen mal nach Outlaw. Ich suche nach Informationen über Outlaw. Ich habe gehört, dass diese Spielerin vor kurzem hier war. Oh ja, diese neue Spielerin. Sie hat sich schnell hochgelevelt und versteckt sich seitdem irgendwo. Wahrscheinlich eine weitere Betrügerin. Eine weitere Betrügerin? Glaubst du, Outlaw arbeitet mit jemandem zusammen? Gibt es hier eine Art Gang? Schwer zu sagen. Ein Spieler namens Black Rock hat verbotene Gegenstände verkauft und andere betrogen. Die Admins haben ihn auf Wunsch des Sheriffs verbannt. Jetzt könnte man sich fragen. Moment mal, Schätzchen. Du hast nach dieser Spielerin gefragt. Black Rock und Outlaw machen zusammen krumme Geschäfte. Aber das weißt du nicht von mir. Betty zwinkert mir zu, fing an, ihre Waren neu zu ordnen. Okay, da haben wir ja schon mal eine Information. Können wir die hier irgendwo verwenden? Missbrauchen, das haben wir schon beantwortet.
Was haben wir hier? Ja, was ist der Sheriff? Ein Cheater? Ein Opfer? Oder ein Täter? Also wir haben ja schon, weiß ich noch nicht, ein tadelloser Held. Der Ruf des Sheriffs scheint tadellos zu sein. Acke, der Aufseher der Orangefarbenen, und Mad Dog sind die treuesten Kompagnons des Sheriffs, wobei letztere nur selten spielt. Wobei die Orangefarbenen natürlich cheaten, ne? Das wissen wir ja schon. Gucken wir mal weiter. Was sind wir hier? Wer ist Bebanita? Dieser Charakter spielt noch nicht allzu lange, hat jedoch bereits eine hohe Stufe erreicht, was sehr verdächtig ist. Outlaw war in zwielichtige Geschäfte mit einem Spieler verwickelt, der solch einen schlechten Ruf hatte, dass er aus Harvest Time verbannt wurde. Okay. Dann gehen wir mal weiter recherchieren. Oh, mein Telefon. Hi, ich war in einer Besprechung, habe aber einen Toilettenbesuch vorgetäuscht, um dich zu kontaktieren. Cool, oder? Fragen, was er rausgefunden hat. Das Detail hättest du mir ersparen können. Wie auch immer, hast du irgendwas rausgefunden? Ein Kumpel vom Kundenservice hat ein paar Daten ausgegraben. Ich habe noch nicht richtig reingeschaut, ich lese sie dir vor. Hi Bob, hab den Sheriff gecheckt. Verdächtige Aktivitäten, anscheinend benutzt er eine Art Cheat, Tempo Boost oder Timer Manipulation. Das Konto des Sheriffs ist auf einen Mann namens Mr. Lepsky registriert und Lee Anns richtiger Name ist Nanette Duquette. Jetzt hör dir das an, dieser Typ ist Manager in ihrer Organisation, Nanettes Stiftung. Laut ihrer Spielerprofile gab es keine einzige Interaktion zwischen ihnen, als ob sie nicht wüssten, dass sie beide spielen. Seltsam, hm? Mein Kumpel vom Hacking hat in der V-Press Cloud eine Aufzeichnung mit Mr. Lepsky und Nanette gefunden, ist beigefügt, schuldest mir was. Transcript beigefügt. Ich schulde ihm was, nicht du. Nun gut, ich muss jetzt zurück zur Besprechung. Hilft dir etwas davon? Wir fragen mal nach Outlaw. Okay, aber was mit Outlaw? Ah, stimmt, ganz vergessen. Es ist ein neues anonymes Konto. Wenn man sich nach einer Woche nicht registriert hat, wird es automatisch gelöscht. Nein, Bob, ich schulde dir was. Diese Informationen werden mir auf jeden Fall helfen. Pass auf dich auf. Ich bin froh, dass du mich bei dir revanchieren konntest. Pass auf du auf dich auf und viel Glück. Wenn wir jetzt nicht zufrieden gewesen wären, wer weiß, vielleicht hat das irgendwann nochmal Konsequenzen. Was sagt denn Hilda? Guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Wie läuft es denn so in der High Rock? Tut mir leid, darüber weiß ich nichts. Ich versuche im Moment, mich von anderen Spielern fernzuhalten. Nach den orangefarbenen Farmer fragen. Weißt du irgendwas über die orangefarbenen Farmer? Nur, dass sie mit Betty handeln. Vielleicht weiß sie mehr. Sie plaudert gern. Weißt du, ich habe mitbekommen, dass einige Spieler sie auf eine seltsame Weise ansprechen. Sie beugen sich vor und sagen, zeig mir deine Waren. Und sie ist sehr nachdrücklich. Ich glaube, es ist eine Art Passwort. Sagt man das nicht jetzt zu jedem Händler, zeig deine Waren? Ich suche einen Spieler namens Stanley. Kennst du ihn? Nun, ihr Stand befindet sich direkt neben meinem, aber ich glaube, ihr Geschäft beschränkt sich nicht nur auf Verkauf von Obst. Tschüss. Direkt daneben. Das müsste ja hier sein. Aber hier ist ja gar niemand. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Was ist mit ihm? Ich werde es auseinandernehmen, dieses ganze beschissene Spiel. Ich werde alles zerstören. Und der ist immer gut drauf. Unser Dart-Weltmeister. Da ist der Brunnen, den wir die ganze Zeit vorhin gesucht haben. Ein Sprung in den Brunnen hätte den sicheren Tod bedeutet. Ich wäre zweifelsohne auf dem Friedhof gelandet. Jetzt ist die Frage, was meint er mit dem Stand daneben? Willkommen zurück. Das geheime Passwort sagen. Zeig mir deine Waren. Ich habe eine Schusswaffe für 5000 Münzen. Interessiert? Nein. Danke, aber kann ich mir nicht leisten. Okay. Schläft er noch? Der Mann döst auf dem Fass. Aufwachen, Kumpel.
Oh, hab ich geschnarcht? Tut mir leid, es ist Harvest. Hier kann man nicht schnarchen, es sei denn, ich habe einen Patch verpasst. Ich werde darum bitten, eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte gerne eine Geschichte hören. Ich habe dir von den alten Spielmechaniken erzählt. Möchtest du etwas über Artefakte wissen oder wie ich Sheriff wurde? Machen wir das mit der Sheriff erstmal. Du warst der örtliche Sheriff? Erzähl mir davon. Wo soll ich anfangen? Weißt du, wir sind hier nicht besonders auf Schnelligkeit angewiesen. Wir wedeln nicht mit Armen herum. Unsere Körper beruhen auf Liegen. Meiner bei mir, deiner bei dir. Aber manchmal geht es um Geschwindigkeit, vor allem bei Duellen. Neuronale Geschwindigkeit, nicht körperliche. Wenn man Sheriff werden will, muss man den Amtsinhaber schlagen. Schneller und präziser sein. Nur zu. Er war gut. Jeder konnte es sehen, aber mir fiel ein Detail auf. Normalerweise spielte er nur bis zu 3 Stunden, maximal 4. Das tat er immer. Aber einmal blieb er beim Pokern länger. 6 Stunden, 7. Und auf einmal schwächelte der Kerl. Schlief fast ein. Sein Verstand war flink, er müdete aber schnell. Das war seine Schwäche. Das nächste Mal spielte ich mit ihm, ließ ihn wieder gewinnen. Ich forderte ihn zu einem Duell bei Dämmerung heraus, nachdem er 12 Stunden gespielt hatte. Er konnte es nicht ablehnen. Vorschrift. Er war gut, achso. Aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass er schon verloren hatte. Seine Augenlider zuckten vom Adrenalin. Okay. Nein, aber nein, kein Adrenalin. Augenlider werden von motorischen Nerven des willkürlichen und des autonomen Nervensystems innerviert? Kenne ich gar nicht. Bei Müdigkeit schaltet sich Letzteres aus. Die Augenlider hängen herunter, auch wenn man versucht, sie anzuheben. Er war einfach erschöpft. Er hätte nie kampflos aufgegeben. Er wusste, dass mich das beleidigen würde. Versteh mich nicht falsch, er war ein guter Kerl. Er wusste, dass ich eine Schwäche entdeckt hatte. Mit Geld hätte er seine Neuronen verbessern können. Vielleicht deswegen das Pokern. Ich habe ihn hier nie wieder gesehen. Das nagt an mir. Vielleicht hat er einen Zusammenbruch. Hat er seine eigene Müdigkeit satt. Ich blieb einen Monat lang Sheriff, bevor ich ein Duell verlor. Aber diesen Kerl vergesse ich nie. Er hatte einen klassischen Namen. Könnte das nicht sein, dass der Spieler, weil er dann raus ist, sich eine neue Identität gemacht hat, die Tempo Boost organisiert hat und jetzt der neue Sheriff ist? Kill them all. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch auch, Twisted und Perverted. Das sagen wir ihm auch. Kill them all? Ich kenne ihn. Ich habe ihn häufiger getroffen. Ich habe ihn sogar einmal zu meiner Show eingeladen. Wirklich? Mein lieber Scholli, ich bin froh, dass er noch auf den Beinen ist. Na schön. Ich vermute, jetzt willst du mir eine Frage stellen. Schieß los. Nach dem Wetter fragen. Ja, das brauchen wir. Mit der Befragung erstmal beginnen. Nach Outlaw fragen. Weißt du irgendwas über jemanden namens Outlaw? Ob ich etwas weiß? Das kann ich dir leider nicht sagen. Outlaw ist ein Mitglied der Opa Ed's Gilde. Genau wie Dutzend andere Spieler, die mich nett gefragt haben. Wenn du willst, kann ich dich auch aufnehmen. Dann kannst du mit ihm persönlich reden. Ich weiß nicht, wer er ist und es ist mir auch egal. Ja, aber ich würde gerne erst ein Nickerchen machen. Ey, nicht Opa? Warte, da war doch noch Gilde aufnehmen und so. Aufwachen, Kumpel. Okay, das kennen wir schon. Nach Gerüchten erkundigen. Immer gut. Ey, du scheinst mir jemand zu sein, der viel weiß. Kannst du mir vielleicht ein paar aktuelle Gerüchte... Kennst du vielleicht ein paar aktuelle Gerüchte? Wenn du Gerüchte hören willst, freunde dich besser mit Obstfrau Betty an. Sie ist eine Klatschtante. Um Aufnahme in die Gilde bitten. Kann ich Mitglied in deiner Gilde werden? Lee Ann sagt, du könntest mich aufnehmen. Ja, das kann ich, wenn du dir 3 Geschichten anhörst. Hey, das ist die einzige Regel bei Opas Gilde. Also müssen wir uns noch eine Geschichte anhören. Ich möchte gerne eine Geschichte hören. Eine Geschichte habe ich noch. Wie du wünschst, sie beginnt vor einem Jahrzehnt, als ein Event angekündigt wurde, das das ganze Jahr dauern sollte. Ein Jahr. Man munkelt, dass eine der Lootboxen ein legendäres Item enthalten würde, das Artefaktjuwel. Ich kann mich noch dran erinnern. Es war ein Haus im Spiel, das Haus der Freude. Mhm. Es war voller Blumen und steigerte die Wirkung der Neurotransmitter aller Besucher. Einwerfen, dass es gefährlich ist? Warum? Zuhören. Erzähl weiter, Ed, ich höre dir zu. Es gab einen Spieler, Ted Godiva.
Der hatte seine Wohnung und alles, was er hatte, verkauft, um sein Geld dann in Boost zu investieren. So hat er sich den Schatz gesichert. Das Haus schwebt immer noch irgendwo im Spiel in Elysium. Er wohnt jetzt permanent in Harvest Time. Er war ein Zonet. Er hatte gerade genug Geld, um sein Gehirn für ein paar Monate am Leben zu erhalten. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, was ein Zonet ist, ich muss mal ganz kurz was gucken, Sekunde. Nämlich, ob der Livestream auf dem Discord getriggert ist. Oder ob ich mich dafür verbinden muss. Gib mir mal eine Sekunde. Nö, ist da. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, was ein Zonet ist, dann gehen wir in unseren schlauen... Da gehen wir nicht hin. Gehen wir in unseren schlauen Codex. Und suchen Zonet. Okay, dann hat es was mit dem Realium vielleicht zu tun. Technologien. Zonets, da ist es. Zonets. Weißt du, George, ich fürchte mich wirklich vor Zonets. Dann bist du... Warte, wie nennt man das? Zonetophob? Ach, komm schon, Mann. Du liegst in einem Krankenhaus, dein Körper verrottet, du kannst nicht mehr ohne fremde Hilfe leben und hast ständig einen Helm auf in einer Rübe. Und es hört niemals auf, weil du 24/7 online bist. Das ist doch krank. Das liegt daran, dass sie krank sind, Joshek. Und du vergisst jene, die nur aus ihren Gehirnen bestehen. Das ist mal eine echte Horrorgeschichte. Nur ein Gehirn in einem Netrium, schwebend an hunderten von Drähten angeschlossen. Und du sitzt daheim mit einer Kiste, mit dieser Kiste fest und sagst zu deinen Gästen, hey Leute, das ist mein Vater, Paps, sag mal hallo. Aber Paps lebt online. Und du vergisst außerdem jene, die in ihre Psyche in synthetische Hirne übertragen lassen. In Redans... Hier hat man eine kurze Begriffserklärung zu Redans. Man kann aber auch die lange Erklärung suchen. Ja, überraschenderweise wirken die vor allem am wenigsten verrückt. Ein Redan ist ästhetisch ansprechend und trieft nicht vor Schleim. Joshek, ein organisches Gehirn trieft auch nicht. Trotzdem, das Redan ist in einem Safe im Hauptquartier von Novatronics oder Blue Whales Interactive und alles, was es tun kann, ist im Netz zu surfen. Falsch. Man kann in den Safe in einem Morbrium platzieren und im Realium herumspazieren lassen, wie alle anderen auch. Wie alle anderen auch. Hast du gesehen, wie Morbriums dieser Leute aussehen? Diese Roboterhüllen fallen in allen Distrikten auf wie bunte Hunde. Aber nein, Josh. Zonets sind verdammt seltsam. Also bist du es wohl tatsächlich. Ich bin tatsächlich was? Zonetophob. No, das ist eine Geschichte aus Tee und Weltgeschehen, Gastgeber Josh Brux. Gast Joseph Frankowski. Und so schon weiß man, was ein Zonet ist. Doch selbst als er im Sterben lag, lächelte er immer noch zurück. Jetzt können wir einen Kommentar zu Zonets abgeben. Es kostet enorm viel Geld, einen Zonet jahrelang am Leben zu halten. Und nicht nur für ein Netrium. Organische Gehirne altern auch. Jemand muss dem Gehirn permanent Everbrain geben, ein regeneratives Enzym. Das Netrium, die Flüssigkeiten des Enzyms, ein Vermögen. Gut, du hast dir meine Geschichte angehört, also werde ich jetzt deine Fragen beantworten. Wir bitten erstmal um Aufnahme in die Gilde. Kann ich Mitglied in deiner Gilde werden? Aber klar, du hast dir meine Geschichten angehört und wie ich sehe, bist du noch nicht Mitglied bei einer anderen Gilde. Einen Moment. Voila. Willkommen bei Opa Eds Gilde. Lies dir bitte die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch. Es ist nur ein Satz. Sei nett. Ja, du bist jetzt Mitglied der Opa Eds Gilde. Jetzt hast du Zugang zum Gildenhaus, in dem du jede Menge Highlights findest. Das Gildenhaus ist ab Stufe 15 verfügbar, also geh zu deiner Farm und level dich hoch. Dein Ernst, wir sind Level 8. Keine Sorge wegen der Stufen. Meine Gilde läuft wie die Gilden vor 20 Jahren, als es keine solchen Einschränkungen gab. Das Haus ist offen. Ah, das ist der Reiz alter Spiele. Er hat keine Geschichte mehr. Vielleicht später, jetzt bin ich müde. Stell deine Fragen, falls du welche hast, dann von mir fallen die Augen zu. Hier haben wir auch nichts mehr. Das ist so banal, nach dem Wetter fragen, dass wir es einfach mal machen. Schönes Wetter, nicht wahr? Oh ja, in der Tat. Früher war es ja anders. Es gab wechselnde Jahreszeiten, Regen, Stürme. Jetzt scheint immer die Sonne. Die Spieler wollten das. Sie hatten die Nase voll vom Regen. Ich habe auch immer noch mehr Geschichten auf Lager. Mach's gut, alter Mann.
Wen haben wir denn da? Unser Lieblingsspieler aus Twisted. Was für ein Zufall. Ach, guck mal, die kennen wir doch. Wir haben ein paar einfache Fragen an dich als Spieler von Harvest Time. Es dauert nur einen Moment. Es sei denn, du bist wie Ben Bo. Bitte sei nicht wie Ben Bo. Frag mal, wozu die Fragen sollen. Wozu dient die Befragung? Wir sammeln Daten. Wenn du mitmachst, erfährst du mehr. Wie es der Zufall will, möchte ich euch auch ein paar Fragen stellen. Beantworte unsere Fragen, dann werden wir sehen, was wir für dich tun können. Und hier ist, wie gesagt, immer, falls ihr das mal vergessen habt, was ihr schon mit denen gesprochen habt, ist immer der Katalog aufgezeichnet. Mit allen Fragen. Also gut, fangen wir an. Los geht's. Frage Nummer 1. Wie lange spielst du schon in Harvest Time? Warum soll ich da lügen? Noch nicht lange, weniger als einen Tag. Frage Nummer 2. Warst du schon einmal auf dem Friedhof auf dem Hügel? Was geht das eigentlich die beiden Schicksen an? Ich sag mal nein. Nein, ich habe noch nie davon gehört. Ich würde aber gern mehr darüber erfahren. In Ordnung, hier ist Frage Nummer 3. Hast du schon vom Baum der Erkenntnis gehört? Nö, kennen wir auch nicht. Ich habe einmal einen sehr großen Baum in Deep Past World gesehen. Ein Mammutbaum, glaube ich. Meint ihr den? Leider nein. Eine andere Frage. Denke scharf nach. Hast du jemals Rückblenden erlebt, die noch nicht mal deinen eigenen Erinnerungen entsprachen? Ironisch antworten. Das passiert normalerweise, wenn ich vergesse, meine Medikamente einzunehmen. Boah, du bist unglaublich lustig. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir jemand sagt, was du sagen sollst, als ob jemand deinen Geist und deinen Willen kontrolliert? Wer jetzt nein sagt, wäre das ja gelogen, weil wir sagen ihm ja die ganze Zeit, was er sagen soll. Ich habe die Auswahl zwischen verneinen, bestreiten oder die Umfrage abbrechen. Nein, absolut nicht. Ey, ganz locker, wir reden nur, okay? Der Rest wird ganz einfach. Nenne mir die erste Zahl, die dir einfällt. Das ist sehr geil gemacht. Ich kann jetzt auswählen zwischen 314, 314, 314 und 314. Wir machen jetzt die Nummer 314 nennen. 304? Was? Was für eine Frage ist das denn? In was wollt ihr mich hier verwickeln? Ganz locker, nicht ausrasten. Alles ist cool. Ja, danke. Jetzt ist alles raus. Jetzt bist du dran. Möchtest du uns was fragen? Ja. Ich führe eine Ermittlung durch und sammle Informationen über die Einheimischen. Frag mal als erstes nach dem Sheriff. Erzählt mir alles, was ihr über den Sheriff wisst. Das, was alle sagen. Der Sheriff ist schnell. Ja, du würdest Augen machen. Ich hoffe, wir konnten dir zumindest ein bisschen helfen. Oh, ich hatte nur eine Frage frei. Fragen, warum sie sich für den Baum der Erkenntnis kriegen. Warum fragt ihr nach dem Baum der Erkenntnis? Wir sammeln Informationen für unsere Gilde. Es ist eine streng geheime Mission. Daher können wir dir nicht viel verraten. Eigentlich wissen wir auch nicht viel. Haha. Wenn du etwas erfährst, lass es uns wissen. Jetzt müssen wir auch noch den Baum der Erkenntnis erforschen. Sicher, wenn du uns ein paar handfeste Infos zu dem Baum bringst, wirst du es nicht bereuen. Die Horngilde wird dich großzügig belohnen. Wie läuft's denn eure Gilde? Wie war der Name noch? Es beginnt mit einem H, richtig? Die Horngilde. Natürlich, die Gilde mit der tiefgründigsten Message, dem besten Konzept und der coolsten Geschichte weltweit. Da geht's ab. Schau unbedingt einmal Knight's Code vorbei. Das ist unser Hauptsitz. Wenn du dort bist, scheint alles einen Sinn zu ergeben. Ja, die Nummer 314 interessiert mich auch. Was hat es mit der Frage nach der Zahl auf sich? Und diese 314, bedeutet sie etwas? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sind uns selbst nicht ganz sicher, aber wir werden dem weiter nachgehen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Antwort in einem Interview erhalten. Aber die Tatsache, dass du auf diese Zahl ziemlich seltsam reagiert hast, könnte etwas bedeuten. Ja, weil ich ja nur 314 zur Auswahl hatte. Okay. Das Gefeife geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Hier sitzt noch jemand. Ben Bo. Der Cowboy schnippt mit den Fingern gegen die Krempe seines Huts. Howdy. Viel zu tun? Ah, ich muss noch viel Heu stapeln. Ich gönne mir eine kurze Verschnaufspause. Dann geht's weiter. Erstmal nach dem Namen fragen. Du hast einen ziemlich seltsamen Namen, Benbo.
Alle fragen mich danach. Der Name stammt aus dem Realium. Ich heiße Benjamin Bombadil. Aber alle nennen mich nur Ben. Als ich meinen Charakter in Harvest Time erstellt habe, habe ich aus Versehen den Namen Bo bestätigt, bevor ich den Rest eingeben konnte. Achso, der ist von auf die Enter-Taste gekommen oder so. Es gab damals noch nicht die Möglichkeit, gegen eine Gebühr den Namen zu ändern. Heute nennen mich einige im Realium sogar Benbo. Gut, ich muss da mal wieder zur Arbeit. Nein, 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 warte. Du solltest dich länger ausruhen. All diese Bündel herumtragen ist schlecht für deinen Rücken. Wirklich? Selbst im Spiel? Hm. Manchmal habe ich ein wenig Schmerzen, wenn ich von der Liga aufstehe. Gut, ich mache längere Pausen. Dann lass uns mal zu den Ermittlungen kommen. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich sammle Informationen über bestimmte Bürger von High Rock. Kein Problem, ich kenne nicht viele von ihnen, aber einige Gerüchte gehört. Du weißt, wie es ist. Woran bist du interessiert? Mein unsichtbarer Stalker zeigte sich erneut, genau wie ich es erwartet habe. Ich hätte zwei weitere Apps, mit denen ich diese Aktivität untersuchen könnte. Den Geist jagen oder die Jagd aufgeben. Geist jagen natürlich. Ich konnte die Bewegung des Spielers mit Hilfe eines Sicherheitsscans oder meiner Game Deck-Brille verfolgen. Bei dem Scan rekiere ich jedoch die Aufmerksamkeit der Admins auf mich zu ziehen. Die Brille hat jedoch nur eine begrenzte Reichweite. Brille, oder? Es war Zeit herauszufinden, wo das kleine Vögelchen sein Nest hatte. Dank der Brille wusste ich, in welche Richtung sich der Geist aufhielt. Mir blieb jedoch nur sehr wenig Zeit, ihn zu finden. Ich war entschlossen, den Geist zu fangen. Ich beendete das Gespräch abrupt und eilte in Richtung, die mir von der App angezeigt wurde. Mein Gegner stand mit dem Rücken zur Wand. Ich musste ihn nur noch außer Gefecht setzen. Die Frost-App war dafür das beste Werkzeug. Ich öffnete ein Fenster und wählte die Frost-App, doch mein Angriff erwies sich als ineffektiv. Mein Gegner hatte ein Sicherheitsprogramm. Es dauerte einen Augenblick, bis ich verstand, warum mir meine Software bekannt vorkam. Es handelte sich um Game Deck-Apps. Ich freute mich auf ein Duell, mein Gegner wartete nicht auf eine Einladung und ging direkt zum Angriff über. Wow. Mein Gegner griff mich mit Spinnwebe an. Ich war auf einen solchen kraftvollen Angriff nicht vorbereitet. Mein Gegner gewann die Oberhand. Das wollen wir erstmal sehen. Anscheinend verfügte mein Gegner wie ich über eine Sammlung von Standard-Apps. Ich öffnete ein Fenster mit Offensivs- und Defensivprogramm. Jetzt greifen wir an. Bogen verwenden, gezielt und unmittelbar, gezielt und schnell, gezielt und langsam, gestreut und unmittelbar, verstreut und langsam, verstreut und schnell. Ich griff meinen Gegner mit der Shuriken-App an. Sie basierte auf mehreren simplen Angriffen, die den Gegner blenden könnten. Er reagierte mit der Helm-App. Ich traf ihn trotzdem, da die passende Methode jedoch nicht die passende Geschwindigkeit hatte. Ich war mir sicher, dass mein Gegner bereits eine App gewählt hatte. Der Gegner schoss mit der Bogen-App auf mich. Ein gezielter und schneller Angriff. Zudem müssen wir jetzt kontern. Mit verstreut und schnell. Versuchen wir es. Pirouette war eine gute App. Ich hoffe, dass es funktionierte. Der Angriff meines Gegners war effektiv und meine Verteidigungsmaßnahmen zu langsam. Okay, dann lass uns mal Schwert, gezielt und schnell. Wer zum Schwert greift, wenn mich das Recht erinnere, war die App eine Art Virus und injizierte Serveranfragen in den Code des Gegners. Mein Gegner reagierte mit der Nebelwand-App. Diese war zu langsam. Ich übernahm die Kontrolle. Okay, jetzt bereitet er wieder einen Angriff vor. Mit Netz-App, langsam verstreuter Angriff. Müssten wir den nicht mit verstreut und mit Helm kontern können? Ich versuchte mich mit der Helm-App zu verteidigen, einem schnellen und weiträumigen Verteidigungsprogramm. Meine App war schnell, aber der Angriff meines Gegners zu stark. Ich erlitt Schaden. Nochmal. Dann nehmen wir jetzt Bogen. Pfeilhagel markierte früher den Beginn einer Schlacht. In diesem Fall blockierte ich den feindlichen Port mit einem Hagel an Anfragen. Mein Gegner reagierte mit der Schild-App zu langsam. Ich konnte meine Effizienz erhöhen und verschaffte mir einen Vorteil.
Ich fühlte, wie mein Gegner vor Freude auf seinen nächsten Angriff grenzte. Mein Gegner warf Shurikens auf mich. Ein verstreuter und schneller Angriff. Zurück zum Absender verwenden. Das klingt gut. Ob mein Gegner diese App kannte, sie basierte auf sogenannter Abfrageumleitung. Mit wenig Übung war sie ziemlich simpel zu bedienen. Okay. Mein Gegner wurde Opfer seines eigenen Angriffs. Er war wahrscheinlich überrascht, würde beim nächsten Mal jedoch vorsichtiger sein. Greifen wir nochmal an. Versuchen wir mal Hellebarde. Ich verwendete Hellebarde. Das Signal dieses leistungsstarken Angriffs überschrieb gegnerische Befehle und machte sie ineffektiv. Mein Gegner versuchte sich mit Glück... Sein Glück mit Nebelwand. Die Geschwindigkeit stimmte jedoch nicht die Methode. Ich verschaffte mir einen Vorteil. Ich bereitete mich auf den nächsten Angriff vor. Okay, er hat jetzt die Monster-App eingesetzt. Sie verwirkt verstreut und unmittelbar. Da gehen wir mit gezielt und schnell drauf. Ich schützte mich mit der Schild-App. Sie stoppte gegnerische Signale. Der Angriff meines Gegners war effektiv und meine Verteidigungsmaßnahmen zu langsam. Irgendwie führt das hier nichts zu nichts. Wir geben mal auf. Ich hatte genug von diesem endlosen Hin und Her und gab auf. Ich hatte keine Lust, den Kampf fortzusetzen. Ich schloss alle Apps. Mein Gegner hatte eine Frauenstimme. Schade, ich hätte es ihr gezeigt. Die Silhouette löste sich in Luft auf. Jetzt ist der Typ aber auch weg. Mann, der kommt doch wieder, oder? Nach Outlaw fragen. Was weißt du über Outlaw? Leider gar nichts. Ich ist neu hier, erst ein paar Tage. Aber sie hat sich unglaublich schnell hochgelevelt. Ist Outlaw allein oder Teil einer Gruppe? Das interessiert mich nicht. Das hat keinen Einfluss auf mein Spiel. So und so kann ich weiter in Ruhe mein Heu stapeln. Zeit, ein weiteres Bündel zu stapeln. Wir Journalisten sind bekannt für den Spruch, eine Frage hätte ich noch. Was meinst du, Ben? Na gut, noch eine Frage, aber beeil dich. Sheriff. Was weißt du über den Sheriff? Ich verrate dir, was jeder weiß. Niemand ist schneller als Bill. Er ist seit Ewigkeiten Sheriff, weil ihn niemand im Duell besiegen kann. Okay, dann setzt er garantiert irgendwas ein. Fragt sich bestimmt, ob er Cheats benutzt. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch egal. Er ist ein guter Sheriff, der beste, den wir je hatten. Die Pause ist vorbei. Ich könnte dir helfen, dieses Bündel zu tragen. Ist es dein Ernst? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Ich trage sie lieber selbst. Vielleicht zählen sie sonst noch für die nicht für die Errungenschaften. Ich will kein Risiko eingehen. Der spielt dem Pferd am Arsch rum. Das Tier hatte seine Augen geschlossen. Über ihm schwebte eine winzige Inschrift. Schlachtross. Regenerativer Schlaf. Bitte nicht wecken. Ich kenne Pferde aus dem Zoo. Sie schlafen im Liegen. Sie können zwar ein Nickerchen im Stehen machen, bleiben aber dabei wachsam. Eine Seite mit einem Enzyklopädie-Eintrag über Pferde flog durch die Luft zu mir. Nachdem ich sie gelesen hatte, löste sie sich in Luft auf. Es ist zwar albern, aber können wir mit der Kuh reden? Nö. Was ist mit den Uschis hier? Voila, die Frauen waren in ein lebhaftes Gespräch vertieft und würdigten mich keines Blickes. Nun, dann hören wir doch mal zu. Ich stellte mich in die Nähe und hörte zu. Glaubst du wirklich, dass er hier war, auf diesem Friedhof? Der Vorsprung, auf dem er wuchs, ist eingebrochen, deswegen ist von ihm jetzt keine Spur mehr zu finden. Der kosmische Baum Axis Mundi, der Baum von Gut und Böse, das Symbol, das in jeder Kultur existiert. In den Sagen der Wikinger, den Geschichten australischer Völker, in christlichen und slawischen Mythen. Es ist überall. Den Legenden nach existiert entlang der Achse des Baumes an seinem Stamm ein Punkt, an dem die Zeit stillsteht. Dieser Punkt erlaubt es einem, die Verbindung zur Vergangenheit und Zukunft herzustellen. Für das australische Volk der Sie verwandelten den unbekannten Raum in die Welt einer organisierten Realität. Jetzt sagen sie nichts mehr. Kann ich jetzt? Verzeihung, könnte ich
Die Frauen gingen weiter ihrer Arbeit nach und schenkten mir keine Aufmerksamkeit. Toll. Sehr freundliche Frauen. Oder Spieler, wie man auch immer es nennen will. Jetzt sind wir doch Mitglied der Gilde. Jetzt können wir doch ins Gildenhaus gehen. Hier ist das Gildenhaus. Spricht der noch mit uns? Nein. Wir sind im Gildenhaus. Ach, guck mal, wen wir da haben. Lee Ann. Lee Ann war in ein Buch vertieft. Zumindest hat es den Anschein. Oh, du bist es. Können wir? Ne, können wir nicht. Bericht, was über den Sheriff herausgefunden. Fragen, was ich über Outlaw weiß. Hast du etwas über jemanden namens Outlaw gehört? Das Mädchen oben, ich kenne sie nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist neu und seltsam. Sie sitzt nur herum und liest Bücher. Hast du sie mit jemandem reden sehen? Nein, niemand. Sie hat sie besucht. Sie ist alleine. Hm. Erzähl mal, was wir über den Sheriff herausgefunden haben. Was den Sheriff angeht, er ist Arzt, er arbeitet für eine Stiftung, er ist Außenlegionär, er ist Infotainer. Er arbeitet für Nanettes Stiftung unter dem Namen Pseudonym Mr. Lepsky. Er leitet Nanettes Gärten, ein soziales Programm für arme Kinder. Frau riss Augen und Mund weit auf. Eine ganze Weile schien sie Schwierigkeiten zu haben, zu Atem zu kommen. Wie bitte? Ich bin Annette, ich bin die Leiterin der Stiftung. Ich hatte keine Ahnung, dass Mr. Lepsky der Sheriff ist. Er hat es nicht gesagt. Dann fragt man sie über die Orangefarbenen weiß. Weißt du etwas über die Orangefarbenen? Nichts, außer dass sie auf öffentlichen Farmen arbeiten und das alle seltsam finden. Wie hängt das mit dem Fall zusammen? Oh nein, Mr. Lepsky, ich habe gerade einen Erfolg gekriegt, aber in Polnisch. Sam na Gold Island. Oh nein, wenn Mr. Lepsky der Sheriff ist, dann könnten diese Leute meine Kinder von Nanettes Gärten sein. Oh mein Gott. Danke für deine Hilfe. Hast du noch weitere Fragen? Wenn nicht, gehe ich zurück in die Stiftung. Frag mal nochmal an Mr. Lepsky. Erzähl mir bitte etwas, was du über Mr. Lepsky weißt, beziehungsweise alles. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, nur im Spiel. Er bot an, mir bei Nanettes Gärten zu helfen und wir einigten uns über Viper. Das Programm war sehr teuer. Mr. Lepsky hatte die Idee, Items aus Lootboxen zu versteigern, die beim Anbau von Kürbissen erscheinen. Ich kann eigentlich nichts Schlechtes über ihn sagen. Dank ihm sind die Gärten jetzt finanziell unabhängig. Die Kinder haben eine gute Ausrüstung, Ernährung, Betreuer, wobei ich sagen muss, dass ich mir jetzt plötzlich bei allem unsicher bin. Sind das China-Farmer? Danke für deine Hilfe. Okay, weitere Fragen? Sag mir die Wahrheit. Was machst du wirklich in Harvest Time? Nichts Verbotenes. Ich suche einen Sponsor für meine Stiftung. Ich brauche Geld. Ich leite ein Krebskrankenhaus für Kinder. Verstehst du? Was den Sheriff angeht, nun ja, er scheint wohlhabend zu sein. Deshalb hat er meine Aufmerksamkeit erregt. Jedenfalls danke für deine Hilfe. Ich muss jetzt zurück in die Stiftung. Auf Wiedersehen. Weg ist er. Also wir können jetzt auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass der Sheriff ein Cheater ist. So viel steht schon mal fest. Und Lee Ann. Ist polnisch. Das ist wieder Täter, das ist Opfer. Aber das weiß ich nicht. Müssen wir da nochmal in Ingelich gucken. So, gucken wir uns hier erstmal um. So viel mit umgucken ist wahrscheinlich nicht. Nee. Aber, sie hat gesagt, das Mädel ist oben. Also lass uns mal nach oben gehen. Ist da gar niemand. Ach doch, da. Was? Bleib weg von mir. Die sieht nicht freundlich aus. Als das Mädchen mich sah, warf sie ihr Buch zur Seite und machte ein paar zögernde Schritte Richtung Ausgang. Sie war verängstigt. Bleib weg von mir, verschwinde.
wenn ich jetzt näher komme, lockt sie sich vielleicht aus, also nicht näher kommen. Ich blieb stehen. Ich wollte die Situation nicht noch verschlimmern. Sie schaute mich prüfend an. Der Sheriff hat dich geschickt, nicht wahr? Erstmal nicht zugeben, dass es stimmt. Ja, ich habe einen Auftrag für ihn erledigt. Ich wusste es. Du sollst verschwinden, bevor ich wütend werde. Sag mir, wer dein Partner ist. Von mir erfährst du gar nichts. Es wäre schlau von dir, mir zu vertrauen. Ich bin Arzt, ich helfe jeden Tag Menschen und jetzt möchte ich dir helfen. Oh, ein Arzt? Der letzte Arzt, dem ich begegnet bin, hat meine Nabelschnur durchtrennt. Es ist zwecklos, ich schaffe es immer nicht, sie zum Reden zu bringen. Sie anflehen, dir zuzuhören. Das kann ja nicht schaden. Gib mir eine Chance und hör zu, was ich zu sagen habe. Es ist zu deinem Besten, ich flehe dich an. Nun gut, schon in Ordnung, was willst du? Oder wie du willst. Subtil vorgehen, fragen, wer sie im Realium ist, um Hilfe bei den Ermittlungen, offen mit ihr reden, um sie zu überzeugen. Versuchen wir es mit Offenheit. Hör zu. Du weißt, dass du dem Sheriff alleine nicht gewachsen bist, oder? Das Mädchen nickt. Ich sehe, dass du verwirrt bist und nicht bei bester Gesundheit. Hier tatenlos rumzusitzen, wird deine Situation noch verschlimmern. Ich schätze, du hast recht. Das Mädchen blickt mich an wie ein Hund, der immer zu Prügel einstecken musste und trotzdem beschloss, einem neuen Herrscher zu vertrauen. Was hältst du vom Sheriff? Er ist ein Arschloch. Er hat auch zwei Lakaien. Acke passt normalerweise auf der Farm auf und Mad Dog passt auf den Sheriff auf. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich bin meinen Aufpassern entwischt. Leider konnte ich die Reaktion von Acke, diesem Arschloch, nicht sehen. Mein Traum ist es, alle Orte der Spielwelt zu besuchen. Ich brauchte nur ein Ticket für den Mitternachtsexpress, der heute ankommt. Fragen, mit wem sie zusammenarbeiten. Erstmal Outlook das Ticket anbieten. Ich kann dir ein Ticket für den Mitternachtsexpress besorgen. Was hältst du davon? Kann ich? Was ich davon halte? Das ist alles, was ich mir je geträumt habe. Bitte. Mit wem arbeitest du zusammen? Niemand. Ich bin ganz allein. Du hast wirklich keine Partner? Nein, ich schwör's dir. Der Sheriff erwartet mich bei Sonnenuntergang im Saloon. Mir blieb genügend Zeit. Ich konnte die Zeit entweder im Salon verbringen oder mit den Ermittlungen fortfahren. Gehen wir. Okay. Das ist also Outlaw. Alias Banita. Und so wie ich das gehört habe, ist sie aber ein Opfer. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass sie nicht unbedingt Täter ist. Die macht doch nicht den Eindruck dazu. Aber wir sind im Spiel, ja? Da kann jeder bluffen. So. Warum muhen die Kühe so laut? Keine Ahnung. War das ein Hinweis? Sie muten unaufhörlich. Wollen sie von mir gemolken werden? Wem gehören diese Kühe überhaupt? Sie sahen herrenlos aus, aber in diesem Spiel gab es keine streunenden Tiere. Sie wedelten synchron mit dem Schwanz. War das ein Bug? Wenn ich nicht in einem Spiel gewesen wäre, hätte ich angenommen, dass jemand die Tiere verängstigt hatte. Aber wer? Ich spürte die Anwesenheit meines unsichtbaren Stalkers. Er wollte einfach nicht aufgeben. Müssen wir jetzt wieder kämpfen? Ich bin mir sicher, dieses Mal würde ich ihn erwischen. Jetzt versuchen wir es mit einem Sicherheitsscan. Ich hoffe nur, dass der Admin es nicht merken würde. Der Scanner zeigte mir den letzten Standort des Geistes an. Ich musste schnellstmöglich dorthin begeben, bevor er verschwand. Ich war fast entschlossen, den Geist zu fangen. Ich eilte in der Richtung, die von der App angezeigt wurde.
ist die denn? Ich verlor die Spur und musste auf eine weitere Chance warten. Okay. Ich kaufe sämtliche Artefakte aus Lootboxen. Ich bin in der Nähe der Stände in High Rock zu finden. Ups, Frau Betty. Gehen wir mal die Leiter hoch. Ach, da ist ja auch jemand. Hallo, noch immer kein einziger Vogel am Himmel. Wir fragen mal nach den Orangefarben. Wissen Sie irgendetwas über die sogenannten Orangefarbenen? Jede Information könnte helfen. Sie haben den richtigen erfunden. Ich weiß beinahe alles, was es über sie zu berichten gibt. Wirklich? Ich bin ganz Ohr. Fangen wir mit den Rotkehlchen an. Einer meiner Lieblingsspezies mit orangefarbenen Gefieder. Sie wurden im Update europäische Emigranten zum Spiel hinzugefügt, wovon ich überrascht war. Verzeihung, dass ich Sie unterbreche, aber ich meinte die Farmer von der Gilde orangefarbener Traum. Oh, die. In diesem Fall kann ich Ihnen nicht helfen. Bewohner von High Rock. Können Sie mir etwas über die Bürger von High Rock erzählen, Professor? Ich meine damit die anderen Spieler, nicht die Vögel. Andere Spieler? Die meisten scheinen sich für Vögel nicht zu interessieren. Was soll ich sagen? Sie sind eben merkwürdig. Erstmal Sheriff. Was mit dem Sheriff? Ah ja, der Sheriff. Angeblich ist er der schnellste Schütze in der Region. Er gewinnt zwar all seine Duelle, aber niemand ist schneller als ein Wanderfalke. Wenn er sich nur auf seine Beute stützt, erreicht er bis zu 400 Stundenkilometer. Ja, das ist zwar schön, interessiert mich aber gerade gar nicht. Vögel beobachten. Lassen Sie uns ein paar Vögel beobachten, Professor. Es ist schön, in guter Gesellschaft Vögel zu beobachten. Und wir wissen ja, es gibt gar keine Vögel in dem Spiel. Wohl eher die Abwesenheit der Vögel. Vielleicht gesellt sich jemand zu uns. Wir könnten uns über unsere Beobachtungen austauschen. Ja, aber ihr seht doch nichts. Nein, nicht nochmal. Oh, Jesus. Ich würde mir gerne Ihr Fernglas leihen. Wäre das in Ordnung? Nein, nein, nein. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Sie Vögel tatsächlich lieben. Vielleicht nochmal beobachten? Haha. Ich habe das Gefühl, Sie sind aufgeregt, wie ich, einen fliegenden Vogel zu erspähen. Der Ornithologe Fieber hat Sie erwischt. Ja, das müssen wir jetzt vorgaukeln. Wir kriegen hier irgendwas. Natürlich. Nochmal beobachten. Lassen Sie uns Vögel beobachten, Professor. Je länger wir suchen, desto höher ist die Chance, einen Vogel zu erspähen. Hoffentlich sogar einen fliegenden. Oh, ich bin so aufgeregt. Nun ja, außer es sind gar keine Vögel im Spiel. Es muss hier Vögel geben. Das muss es einfach. Vielleicht erspähen wir einen Waldkauz oder einen Nachtreiher, wenn es dunkel ist. Könnte ich mir Ihr Fernglas leihen? Ein Vogelliebhaber wie Sie sollte sich die Türe natürlich aus nächster Nähe anschauen können. Hier, aber beeilen Sie sich. Aha. Umgebung ausspähen. Ein Pferd, eine Kuh, ein Haus. Oh, dort ein Weg. Ich glaube, er führt zum Friedhof. Wo? Ach, da. Die Entwickler haben den Friedhof vom Spiel getrennt. Früher konnte man dort europäische Ziegenmärker beobachten. Wunderbare Vögel. Ach, das ist der Weg, oder was? Entweder ist das der Weg. Oder das. So, das Gildenhaus näher betrachten. Ich schaute mir das Gildenhaus näher an. Ich bemerkte eine einsame Figur im obersten Stockwerk des Hauses. Den wissen wir doch schon. Das ist jetzt so ein Zeitfehler, weil wir wissen ja schon, wer das ist. Ihr weiblicher Outlaw-Skin schien ein Premium-Skin zu sein. Die Spielerin, nach der Sheriff Billy suchte, versteckte sich im Gildenhaus. Ah, okay. Es gibt ja immer mehrere Wege, sich an die Lösung ranzutasten. Das war jetzt eine davon. So. Das Fernglas. Den Weg zum Friedhof näher betrachten. Ich widme dem Weg zum Friedhof meiner Aufmerksamkeit. Ich konnte nichts Interessantes erkennen. Ja, komm, wir gucken auch nochmal nach Vögeln. Wir werden natürlich auch hier nichts finden. So. Ändert sich das Wetter denn je? Nie. Achso, weil er sagt, es ist das perfekte Wetter, um Vögel zu beobachten.
Früher hatte das Spiel die Wetterbedingungen in Realium imitiert, aber die Spieler haben sich beschwert, weil es so häufig geregnet hat. Okay. Aber dieser Was denn jetzt? Dieser Hinweis auf dem Weg zum Friedhof. Vielleicht gibt es da auch noch einen Weg. Das ist der Weg zum Friedhof. Oder? Die meinen den Weg. Nee, hier ist kein Weg. Wir wissen jetzt nur, dass das hier der Weg zum Friedhof ist. Das kennen wir auch schon. Aber wir kommen hier nicht hin. Achso, wir müssen noch Schlüsse ziehen, wer Li N ist. Das kann man gleich mal machen. Codex. Haben wir irgendwas über Li N? Nanette. Alban ist Sally. Li N ist doch Nanette. Nanette Duquette. Nettes Gespräch mit Lepsky. Die ersten 5 Sekunden des Gesprächs sind nicht Teil der Aufzeichnung. Wiedergabe von Anfang an ist nicht möglich. Eigentlich dachte ich, dass wir uns endlich im Realium treffen, Ah, das Realium, Miss Duquette. Hat die Menschheit nicht schon genug Zeit darauf verschwendet, sich persönlich zu treffen und nur um Formalien auszuhandeln? Das ist wahr. Eben, für ein Treffen müssten wir beide von A nach B kommen und einen Parkplatz finden, einen Ort suchen, der ausreichend geschützt ist, sodass niemand uns mit einer Drohne oder Kamera ausspionieren kann. Sie haben recht. Natürlich habe ich das, Miss Duckett. Viper bietet eine hundertprozentige Garantie, dass niemand uns belauscht oder seine Nase in unsere Angelegenheiten steckt. Viper ist das Der Name ist ein Portmanteau aus virtueller Präsenz. Viper erzeugt eine vielfach vereinfachte virtuelle Umgebung, die anstelle von Telegespür angerufen werden kann. Nicht, dass wir etwas zu verbergen hätten. Natürlich nicht, und ich versichere Ihnen, Sie haben keinen Grund, sich zu schämen, dass Ihre Klinik nicht so gut läuft, wie Sie möchten. Deshalb wollte ich, dass ich das Programm Nanettes Garten in Harvest Time übernehme. Glauben Sie mir, es wäre mir eine Ehre. Sie werden sich gut darum kümmern, nicht wahr? Selbstverständlich, Ma'am. Ich werde gut für die Kinder sorgen und ihnen stimulierende, lehrreiche Aufgaben geben. Genau wie Sie es getan haben. Können wir uns trotzdem nicht persönlich... Ich werde ehrlich zu Ihnen sein, Miss Duckett. Ich sehe, dass Sie genauso wenig locker lassen werden wie die Reklamedrohnen in Low City. Ich bin ein entstellter Mann. Oh, ich habe eine Gesichtsprothese, aber dafür gibt es doch regenerative Medizin. Die ist nicht für jeden verfügbar, Miss Duckett. Meine DNS reagiert empfindlich auf derartige Prozeduren. Was ist mit einer DNS-Reinigung? Das kann ich mir auch nicht leisten. Ich betrachte meine Beeinträchtigung als eine lehrreiche Erfahrung. Ich habe dadurch gelernt, was wahrer Schmerz ist, weshalb ich anderen helfen möchte. Mr. Lepsky, das tut mir leid für Sie, aber ich finde es etwas seltsam, dass wir uns nie... Haben Sie nicht genügend andere Sorgen, zum Beispiel Krebskrankenhaus? Ja, dem Krankenhaus geht es schlecht, genau wie meinen Patienten. Deshalb muss ich all meine Energie dem Krankenhaus und meinen Gärten widmen. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Warum überlassen Sie mir nicht die Verantwortung für Nanettes Gärten? Dann könnten Sie ein wenig erholen und das kann und ich kann das tun, wonach ich süchtig geworden bin, wenn ich ehrlich bin. Und das wäre, anderen zu helfen, fühlt es sich nicht wie auch für Sie wie eine Art Sucht an? Oh ja, schicke ihr ein Dokument. Ich brauche nur Ihre IN. Mehr nicht. Oh, ich kümmere mich um die Kinder und die Gärten und Sie können sich auf das Krankenhaus konzentrieren. Ruhen Sie sich etwas aus, Miss Duckett. Das Gespräch wird weitere 10 Minuten, 14 Sekunden fortgesetzt. Wiedergabe des übrigen Gesprächs nicht möglich. So. Li N. Jetzt müssen wir mal kurz auf Englisch gehen, weil das kann ich nicht übersetzen. Es ist so dieser kleine Trick, bis endlich die Lokalisierung kommt. So, Schlussfolgerung. Puh.
Who is Lee Ann? Unwitting, Karrierefrau. Nanette is from Low City, but she reached a high profile. She's probably smart, perhaps calculating, but that to be expected from someone rising to corporate ranks from the lowest of reaches. Nanette has it all calculated. Harvest time, the foundation, players working on the farm, more treasure. Ja, das passt eigentlich zu ihr. Nanette knows about the conditions of people living in Low City. She grew up there. She created the foundation to help other advances in society. Ja, das passt eigentlich auch eher. A mother doing whatever it takes for her child. Ne, von dem Kind haben wir ja nichts gehört. Ich würde sagen, das passt. Guilty. Who is responsible for the Orange Fox issue? Wer ist verantwortlich für das Problem mit den... The Outlaw cannot be guilty. Das sind ja Kinder. Und sie hat sie ja unter ihren Fittichen. It's Lien. When people really need money, they are capable of anything. No matter what, how she didn't, she caused a lot of trouble. Der Sheriff hat damit nichts zu tun. Im Moment noch nicht zumindest. Ich würde sagen Lien. Aber ich bin mir da noch nicht sicher. Ja, ich brauche ein Outlaw-Ticket für den Midnight Express. Vielleicht kriegt man hier vorne ein Ticket. Warte mal. I felt sudden. Ach so, wir müssen das wieder zurück. Ich spiele mir die ganze Zeit in Englisch. Ich fühlte einen plötzlich starken Windstoß. Normalerweise wehte nur ab und zu eine leichte Brise im Spiel. Entweder litt ich an Halluzinationen oder ich hatte gerade mit angesehen, wie fallender Staub einen menschlichen Umriss gebildet hatte. Plötzlich erschien eine unscharfe Silhouette. Es war der Geist. Jetzt haben wir auch eine Begegnung der dritten Art. Entschuldige all die Heimlichkeit. Was würdest du davon halten, von Game Deck zu Game Deck zu reden? Sag mir sofort, wer du bist. Entspann dich, ich bin eine Freundin. Ich interessiere mich für deinen Beruf. Deshalb habe ich dich bei der Arbeit beobachtet. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, nicht hier. Ja, das missfällt mir. Ich mag es nicht, verfolgt und belauscht zu werden. Und du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich bin eine Freundin und werde es dir beweisen. Und was das Hinterherspionieren betrifft, ich hoffe, ich kann es wieder gut machen. Ob wir uns kennen, was sie von mir will und warum sie mir folgt, könnte damit zu tun haben, dass sie wissen will, was ich mache. Was sie von mir will. Was willst du von mir? Nur einen netten Blausch von Game Deck zu Game Deck. Entschuldige bitte all die Heimlichkeiten. Wenn man Menschen zu schnell verzeiht, verdirbt es den Charakter, strengt sich etwas mehr an. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass du nicht so einfach einwilligen würdest. Dann lass mich dir meine guten Absichten beweisen und vielleicht teile ich dir ein paar Informationen mit, die mir bei deiner Ermittlung helfen können. Ich möchte dir nicht frühzeitig meine Lösung aufzwingen, denn vielleicht liege ich auch falsch, nicht wahr? Beende deine Ermittlungen und lass uns abschließend unsere Erkenntnisse vergleichen. Irgendwo, wo wir ungestört sind vielleicht. Dein Schlafzimmer. Wie wär's in meinem Schlafzimmer? Was? Danke für das Angebot. Ich behalte es im Hinterkopf, aber vorerst schlage ich vor, dass wir uns auf dem Friedhof treffen. Erinnerst du dich an den Weg? Spring einfach in den Brunnen oder vom Salondach. Beide Methoden funktionieren. Bis später. Viel Glück. Okay. Wir müssen es also jetzt mit dem... Ich habe mitbekommen, wie der Sheriff etwas über einen Cheat namens Tempo Boost gesprochen hat. Ich habe die Daten gesammelt, während ich andere Spieler abgehört habe. Sie könnten vielleicht nützlich für dich sein. Die Nachricht endet mit dem Hinweis, ich würde gerne mit dir über diesen Fall sprechen. Ich warte auf dem Friedhof.
Hinweise sammeln und Schlüsse ziehen. Hat der das Ticket vielleicht? Ja, ist das mein Lieblingsranger vor mir? Jawohl, ist er. Kannst du mir die Liste neuer Spieler in High Rock zeigen? Diese ehrgeizige Anfrage ist zu viel für mich, Cowboy. Jeden Tag erscheinen Dutzend neue Spieler, all deren Namen anzeigen. Schon gut, ich verstehe. Grenzer ist auf Premium-Spieler ein, die sich in den letzten 4 Tagen im Spiel registriert haben. Schon besser, die Liste wird eingegrenzt. Und voilà, 2 Spieler erfüllen die Kriterien. Game Deck, das bist wohl du, und Outlaw. Fragen wir nach Premium-Mitgliedschaft. Wie bekomme ich ein Premium-Konto? Ah, da will jemand Profi werden. Jeha, für ein Premium-Konto wird eine monatliche Gebühr fällig. Hier hast du das Formular. Vor mir erscheint ein elegantes Formular, das so aussieht wie Papier. Schärfte mir ein, dass ich nicht zum Vergnügen hier war. Ich bemerkte einige Sätze, die andeuten, dass es nicht leicht sein würde, dieses Abo zu beenden. Ich wollte es nur im Notfall abschließen. Duelle? Joe erklärte mir, wie Duelle in diesem Spiel funktionierten. In Harvest Time gibt es hunderte bezaubernde Städtchen wie High Rock, jeweils mit einem eigenen Sheriff mit besonderen Privilegien. Um ihn seinen goldenen Stern zu entreißen, musst du ihn zu einem Duell herausfordern und das Duell gewinnen. Aber Vorsicht, Cowboy, unser Sheriff Bill ist schnell wie der Blitz. Er hat viele Duelle bestritten und keins verloren. Kannst du mir das erklären, wie die Gilden funktionieren? Nun ja, Gilden sind eher Debattenclubs für erfahrene Spieler als Versammlungsorte für Spieler mit bestimmten Berufen. Um einer Gilde beizutreten, musst du dir das Vertrauen anderer Spieler verdienen. Was hat es mit den Lootboxen auf sich? Das sind Kisten, die während der Kürbisernte auftauchen. Pflanz etwas an, ernte es und zack, in ihnen sind seltene Gegenstände und Münzen. Mit den Gegenständen kannst du deine Farm verbessern. Mit den Münzen deren Wachstum beschleunigen. Jeha. Es ist so aufregend. Wir haben ja alles. Ne, Poppy möchte ich jetzt nicht haben. Nach dem Weg fragen. Wo das Gildenhaus ist, die Bank. Wo finde ich öffentliche Farmen? Wenn du möchtest, kann ich dir einen Richtungspfeil geben, der dir den Weg weist. Interesse? Nein, den kennen wir schon. Wir wissen ja, wo die sind. Die öffentlichen Farmen befinden sich in einem bezauberten Tal nordwestlich der Stadt, dem es nach Linde, Jasmin und Flieder duftet. Okay, über den kommen wir auch nicht an das Ticket. 1 Million Goldmünzen billig in einer Woche zur höchsten Stufe. Probier unseren Service aus. Zu 100% legal. Real LVL Level Group. Ja, das kennen wir doch aus den ganzen Spielen, diese ganzen China-Farmer. Spricht der mit mir? Willkommen in High Rock. Nö, das sagt nichts. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Nee. Hier. Nein, so. Was ist denn im Saloon noch irgendwas? Da geh schon rein. Jesus. Ich komme nicht ins Saloon rein. Nee, 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 mein Freund. 2 glorreiche Halunken zum Sammeln von Lootboxen gesucht, nur seriöse Angebote. Dann nenne ich es Halunken. Mhm, okay. Jetzt kommt er rein. Howdy, was hättest du gerne? Wir nehmen mal einen Drink. Um hier Getränke zu kaufen, benötigst du ein Premium-Konto. Premium geht mir am Arsch vorbei. Ich will was trinken, du digitaler Penner. Tut mir leid, das sind immer die Regeln. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Aber... Da sind doch noch Leute, warte mal. Hier geht doch eine Treppe hoch.
Geh mal weg. Ah, da steht der im Weg, oder? Da kommen wir nicht hoch. Das Pferd spricht nicht mit uns. Na gut, wir wollen mit dem Pferd reden. Wie albern ist das denn? Was ist denn hier? Wunderschöne Früchte, nicht wahr? Das sind Midas-Äpfel. Sie bestehen aus Gold. Ich frage mich, ob sie alle noch da sind. 274. Uff, ich hab Durst. Hey du, lass deine Finger von meinem Super Premium-Äpfel. Sie gehören mir. In diesen Kisten waren einige seltene Früchte. Klar, klar, war eine. Und so kam es, dass Adam den Apfel stahl und dadurch den Makel der Ursünde nach Harvest Time brachte. Ich wollte wissen, wie sie schmeckten. Es handelt sich tatsächlich um Midas-Äpfel. Sie verwandelten sich in Gold. Jetzt haben wir einen Apfel geklaut und jetzt? Haben wir es gekonnt? Nö. Ist hier noch irgendwas? Bei den Kühen? Ja. Das kennen wir schon. Von der Real Level Crew. Ist hier noch jemand drin? Ist sie noch da? Ja, sie ist noch da. Redet sie mit uns? Dann sprich, was willst du wissen? Offenbar nix. Und wir gehen wieder nach unten, yeah. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Hier oben waren wir schon. Bei Betty waren wir auch schon. Hat die noch was zu sagen? Eine Drachenfrucht. Eine Baumtomate. Ich nehme mal meine Drachenfrucht. Die Frucht hat die Größe eines Apfels und eine rosafarbene Haut mit Grünschuppen. Die hier möchte ich kaufen. Zeig mir deine Waren. Ich habe eine Schusswaffe für 5000 Münzen. Danke, kann ich mir aber nicht leisten. Die kann man sich bestimmt noch erspielen, die Münzen. Und dann die Schusswaffe kaufen, aber... Lass uns nochmal nach unten gehen. Suchst du da eine Gilde, wie die... Ach, das ist Opa Ed. Ey! Howdy, Game Deck. Habe gehört, dass du für den Sheriff arbeitest. Gute Entscheidung. Die Gesetze müssen respektiert werden. Ach, das ist dieser Acker. Nach dem, was ich gehört habe, jagst du einen Outlaw und willst meine Leute verhören. Da hätten wir ein Problem. Du verschwendest ihre Zeit. Outlaw will wohl so schnell wie möglich aus High Rock verschwinden. Du solltest seine Detektivfähigkeiten woanders einsetzen. Also viel Erfolg und schönen Tag noch. Okay. Ich möchte nicht auf meine Farm. Redet er mit uns? Ach, bleib doch bitte noch. Vielleicht habe ich noch mal Glück, wenn du da bist. Ich stand da und sah ihm bei der Arbeit zu. Oh, da ist eine Schatztruhe. Eine leere Kiste zum Anlocken von benannten Insekten. Verziert für Kartoffelkäfer. Nochmal eine leere Kiste, okay. Das bringt offenbar nichts. Da ist niemand. Hier sind nochmal welche. Der redet gar nicht mit mir. Was mit dem? Der Farmer arbeitet weiter, ohne mich zu beachten. Ja, das sind die, die im Spiel nicht gestört werden wollen. Gibt es auch bei New World. Da gibt es irgendwie diesen Titel. Ich queste solo oder so. Oder spiele nur solo. Der redet auch nicht mit uns. Was ist denn mit dem da hinten?
Das ist eine Vogelscheuche. Ah, nee. Okay, jetzt redet auch nicht mit uns. Was mit dem? Der spricht auch nicht mit uns. Okay. Wenn ihr alle nicht mit mir sprecht, dann eben nicht. Sprichst du mit mir? Nein. Ich weiß ja nicht, wie ich den Titel besorgen soll. Ist der vielleicht in irgendeiner... Müssen wir vielleicht doch nochmal auf unsere Farm gehen? Warte mal. Da wollte ich gar nicht hin. Ich freue mich. Wir gehen auf unsere eigene Farm. Schönes Wetter, deine Farm wird schön eine Truhe öffnen. Was bekommen wir? Goldmünzen. Das geht ja eigentlich schnell. Wollen wir wirklich mal mit diesen 5000 machen? Meine 1700 haben wir schon. Ein Dekorationsgegenstand, der tote Baum. Leider nicht der Baum der Erkenntnis, über den stets gemunkelt wird, aber trotzdem hübsch. Komm zurück, wenn du mehr Truhen hast. Okay. Lass uns das mal wirklich probieren. Vielleicht ist das Sinn und Zweck der Sache. Da haben wir schon eine Truhe. Noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Hier nochmal sehen. Können wir hier schon mal wieder ernten. Schon 1795. So, kommt noch mal eine Truhe. Einmal versuchen wir es noch. Nee. Goldkürb ist, glaube ich. Aber was ist mit der Kutsche hier hinten? Warte mal. Kann man nichts machen, okay. Ist das der Baum der Erkenntnis? Sieht nicht so aus. Lang kommen wir auch nicht. Unsere Kuh kriegen wir auch noch nicht. Hier noch irgendwas? Okay, ist auch nichts. 2000 haben wir ja schon. So, dann machen wir mal weiter. Truhe öffnen. Noch eine öffnen. Na, läuft doch. Noch eine öffnen. Okay, oh, kriegen wir jetzt nochmal Kisten? Wenn man drei hat, kriegt man dann nochmal Kisten? Bleiben wir ausprobieren. Wir sind ja schon bei 2000, wir brauchen nur 3000. Eine Truhe. Das war jetzt keine. Das ist ein goldener Pfirsich. War auch keine, okay. Nochmal sehen. Und wieder ernten. Okay, jetzt kriegt man nur noch eine Truhe. Zweite. Du bekommst halt immer nur drei, wenn du diese Münze aberntest.
noch eine Truhe. Aber bis zu 3000 ist schon noch ein Stück. Beziehungsweise 5000 will die ja sogar haben. Fortfahren. Truhe öffnen. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Gegenstand bekommen. Den brauchen wir ja gar nicht. Eine Blechbadewanne, juhu. Jetzt haben wir Goldmünzen bekommen. 50. Eine Milchkanne. Okay, jetzt versuchen wir es noch einmal bei den Erdbeeren. Vielleicht geht es da besser. Wir brauchen halt nur länger. Super. Money. Auch noch 5. War das jetzt 100? Ne, 5. Und 10. Gab's da die Milchkanne vorhin schon? Und diese Blechbadewanne? Ich weiß es gar nicht. Hier steht ja auch nix. Bestimmt für die Kuh nachher oder so. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ist zwar schön, aber... Farm verschönern. Gehen. Ende. Farm verlassen. So. Sonnenuntergang mit dem Moment mal, wir sollen uns am Sonnenuntergang mit dem Sheriff treffen. Es gibt ja gar keinen Sonnenuntergang. Das haben sie doch rausgepatcht, hat er erzählt. Hinweise sammeln und Schlüsse ziehen. Ja, dann lass uns Schlüsse ziehen. Was hatten wir denn noch? Lian hatten wir, Banita hatten wir. Ne, ja, genau. Wer ist jetzt schuld daran, dass die, dass diese orangefarbenen... Ich glaube, der Sheriff ist das Hauptproblem in diesem Fall. Outlaw ist unschuldig. Viele Indizien deuten darauf hin, dass Lian als Hauptfigur für die Probleme in Harvest Time verantwortlich ist. Nein. Ich glaube nicht, dass es ein Verbrechen gab. Der Sheriff! Der Sheriff ist der Schuldige. Zeit für eine Entscheidung. Keine Daten. Fehlt noch was? Hier. Banita. Banita ist doch die... Dieser Charakter spielt noch nicht allzu lange, hat also eine höhere Stufe. Haben wir noch beantwortet? Ach so. Das nur noch so. Keine Daten. Herausfinden, wer für die Probleme der Orangefarben verantwortlich ist, erledigt. Genau. Mit dem Game Deck auf dem Friedhof treffen. Auf dem Friedhof wartet ein mysteriöser Game Deck auf mich. Ja, dann auf zum Friedhof. Wollen wir mal den Weg über den Brunnen nehmen? Probieren geht über Studieren. Zum Friedhof zurückkehren. Ich besuchte zum dritten Mal den Friedhof. Ich hoffe, dass diese Informationen des geheimvollen Game-Decks es wert waren. So. Wir spawnen auf dem Friedhof. Das war bereits das dritte Mal. Wo ist unser Game Deck? Spielcode. Die Gegend sah aus wie ein Abschnitt eines alten Spielevents. Diese Art von Attraktion sollte den Spielern Geld aus der Tasche ziehen.
Der Ort war von der Barriere von eigentlichen spielbaren Bereich getrennt. Es sollte unzugänglich sein, aber der Code war fehlerhaft. Der Spielcode zeigte einige Überbleibsel vom Event Kürbisse und Geister an. Der Hauptpreis für den Abschluss des Events war ein Geisterskin. So. Wo ist jetzt der Game Deck? So, hier ist niemand. Das Grab durchsuchen können wir nicht. Ah, wir müssen noch Schlüsse ziehen, aber wir haben doch alle Schlüsse gezogen, oder? Hier. Okay, das haben wir aber auch. Den haben wir gezogen, den haben wir gezogen. Wir gehen mal ganz zurück. Den haben wir gezogen, der ist erschienen. So, den, den, den. Den. Die Entscheidung irgendwie nicht. Doch, hier. Da wollte ich gar nicht hin. Moment. Hier ist ein Fragezeichen. Haben wir gesammelt, aber kommen wir wieder zurück? Nö. Normalerweise müsste hier dieser ominöse Game Deck erscheinen, was er aber irgendwie nicht tut. Ich kann mal gucken, ob ich um 17.44 Uhr. Am 17.09. Ist es heute? Ne, heute ist der 19. Ne, nicht den Lader. Okay, versuchen wir mal zu speichern. So. Und jetzt zu laden. Vielleicht geht's dann. 19.09. 15.10 Uhr. Weil irgendwie fehlt uns noch was. Oder ist es buggy? Auf dem Friedhof wartet ein mysteriöser Game Deck auf mich. Ich müsste ihn besuchen. Stöber und kaufe, was dein Herz begehrt. Verdammt. Hier ist da jemand. Okay, dann warte mal. Versuchen wir nochmal was. Aber ich glaube, wir stecken in irgendwie fest. Ich habe auch gehört, dass es da einen Fehler gibt bei diesem Detektiv. 19.09. Speichern. So. Jetzt versuchen wir den nochmal zu laden. Der triggert irgendwie den Game Deck nicht. Das wäre sehr schade. Ja. Hier müsste eigentlich irgendwo der Game Deck stehen, tut er aber nicht.
da uns Informationen fehlen. Hinweise sammeln und Schlüssel ziehen. Das geht ja nur über hier. Und da haben wir alles gezogen. Da ist eine Entscheidung getroffen. Hier ist eine Entscheidung getroffen. Jetzt könnten viele sagen, ja, du hast ja nicht alle Informationen, aber das Spiel verurteilt dich ja nicht. Und vor allem, du müsstest ja vom Friedhof wieder zurückkommen. Wir kommen aber nicht mehr zurück. Ich höre ja auch eine Kuh. Hier passt auch eine Kuh vom Sound gar nicht hin. Ja, dann müssen wir auf den Patch warten. Ich werde den Entwickler nochmal informieren. Aber müssen wir wirklich auf den Patch warten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich werde schauen, ich denke mal, der Patch wird relativ schnell kommen. Und dann machen wir weiter bei Game Deck. In diesem Sinne, ciao, macht's gut und haut rein.